Hallihallo, Hallöchen, heute spielen wir wieder SnowRunner und es geht gleich weiter. Wir wollen zwei Frachtcontainer abholen. Weiß zwar gar nicht, ob die darauf passen, aber wir hoffen. So, müssen da mal noch die richtigen Gänge vorwählen und dann haben wir nämlich schon die Hälfte von der Strecke, habe ich schon mal alleine versucht zu machen und jetzt fahren wir den Rest noch gemeinsam. Wenn es denn geht. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Hätte ich fast gesagt. So, es wird aber bald hell. Dann sieht die Sache vielleicht auch heller aus. So, wir haben hier den Western Star mit Anhänger am Start. So, ab hier sollte es leichter gehen. Aber das Ding nimmt ordentlich Treibstoff. Sobald ich da Allrad reinmache, seufzt es wie ein Loch. Treibstoff ist teuer. Weiß nicht, was im Wasser liegt, aber irgendwie komme ich nicht so richtig vorwärts. So, ich habe eigentlich gemeint, der Treibstoff reicht hin und zurück. Aber wahrscheinlich reicht er bloß hin.
So, ich habe schon länger gespielt, aber ist ganz cool mal wieder. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran. So, wir müssen hier abbiegen. So, Frachtcontainer geladen. Dann könnten wir eigentlich zurück, aber irgendwie fehlt mir der Treibstoff und das Auto. Jetzt weiß ich auch, welcher Mod weg ist. Super. Jetzt fehlt da das Auto, mit was ich eigentlich tanken wollte. Mein schönes Auto ist weg. Scheiße, warum habe ich denn... So, ich habe zwar hier einen Tanklastzug, aber ich glaube, ich kann hier nicht tanken. Nachtanken? Wohl, ich kann tanken. Okay, das ist gut. Aber stört mich, damit der Mod weg ist, weil das war das coolste Auto überhaupt. Dieser russische Geländewagen von der Armee. Das Problem ist ja meistens, wenn die Mods irgendwie nicht da sind oder so. Damit nachher auch das Geld ja irgendwo weg ist, was wir dafür ausgegeben haben. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt hier zurückzufahren. So, das läuft ja schon mal richtig schlecht. So, lass mal noch die eine Achse runter.
Okay, das wird beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht funktionieren hier mit diesem Gang, den wir jetzt gewählt haben. So, aber wir können ja einen anderen wählen. Haben wir da ein paar? So, wir müssen hier natürlich durch den Schlamm. So, aber wenn es genauso läuft wie auf der Hintour, dann mache ich mir da keine Gedanken. So, hier helfen wir mal noch mit der Winde nach.
So. Kämpft sich da langsam mit seinen Ketten durch den Matsch und Schnee. So, jetzt macht keinen Blödsinn. Wir müssen da durch. So. Puh, das haben wir mal geschafft. Aber es kommt eben, das mit der Straße ist gleich mal vorbei. Dann geht's weiter durch den Schlamm. Nicht über Steine, nicht über Bäume, einfach hier durch. Es ist immer einfach gesagt als getan. So, jetzt stecken wir schon vorne komplett drin. So, was ist denn jetzt los? So, ich muss mal noch die Achse hochnehmen. Vielleicht ist das die Lösung. Die Liftachse nach oben. Aha.
besser ist es auch nicht. Ist glaube ich egal, aber die Karre ist noch ja viel wert. Zum Glück gibt es hier Bäume. So, umkippen ist auch keine Option. Wow, da sinken wir aber tief ein. Weiß zwar nicht, was da im Wasser liegt, woran wir ziehen, aber okay. Gut. Der Treibstoff geht uns langsam aus. Stecken irgendwo im Schlamm fest. Aber es ist nicht mehr weit. Also wir können das schaffen. Aber ich glaube, wir schauen das nächste Mal weiter. Es geht nämlich noch ein Stückchen, bis wir da oben sind. Ich habe das Gefühl, ich habe mir hier ein bisschen festgefahren. Irgendwie geht gar nichts mehr. Ich sag aber erstmal danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.